Ziel, Sven Lau noch Muslim, Statement zu seinem Buch. Sven Lau ist noch Muslim, ja. Statement zu seinem Buch. Ich habe nur einige Ausschnitte, hat man mir zugeschickt, die ich überhaupt nicht gut fand. Gar nicht gut. Und natürlich auch, was ich in Galileo gehört habe. Einige Sachen, die mir gar nicht gefallen haben. Und da muss man auch Kritik akzeptieren. Da wurde zum Beispiel gesagt, ja, dass das in der Szene kritisiert wurde, in dem Buch steht das, das hat mir einer zugeschickt, dass ich da beim Prozess geweint habe. Und ja, dann bin ich am Boden, da treten die Brüder noch drauf. Erstmal, wer hat ihm das denn gesagt, dass das in der Szene kritisiert wurde? Sein Anwalt, okay. Wer hat das seinem Anwalt gesagt? Ich. Okay, erstmal, wenn dein Anwalt dir etwas sagt, bevor du sagst, es wird noch auf dich draufgetreten, während du auf dem Boden bist, davon kann ja gar nicht die Rede sein, sondern wenn etwas kritisiert wird, ist das ja nicht auf einen drauftreten. Vor allem, wir haben nie öffentlich darüber gesprochen. Es wurde nicht öffentlich gesagt, ja, Sven Lau, ha, er weint im Gerichtssaal und so weiter und so fort, sondern ich habe gesagt, das war ein Fehler. Und da stehe ich 100% hinter, dass das ein Fehler ist. Aus welchem Grund? Wegen mir? Nein, in erster Linie wegen ihm. Ich habe das in erster Linie für ihn bedauert, weil dadurch sich die Islamfeinde über ihn lustig gemacht haben. Man braucht nur auf die Seiten zu gehen, zu dem damaligen Prozess, wo die Islamfeinde ihre Kommentare drunter schreiben. Und da kann man sich anschauen, wie sie sich über ihn lustig gemacht haben. Und man darf diesen Leuten keine Schwäche zeigen. Man darf diesen Leuten keine Schwäche zeigen. Und natürlich indirekt auch für mich, weil wenn er war mit mir wirklich jemand, der sehr, sehr eng mit mir war. Er hat jetzt 5 Jahre Kontaktverbot. Und wenn er sich so verhält und eine Schwäche zeigt, dann ist das so etwas, auf was mich zurückkommt. Ist Weinen menschlich? Weinen ist menschlich. Weinen kann passieren. Aber es ist nicht richtig, vor dem Richter zu stehen, vor dem Richter zu stehen, der ein ganz fieser Typ gewesen ist. Ein ganz fieser Typ. Ja? Und dann zu sagen, um Gnade zu flehen und Mitleid bei ihm erregen zu wollen, indem er anfängt zu weinen und sagt, ja, hier meine Kinder habe ich so lange nicht gesehen und mir ist dieses und jenes passiert und man hat mich angespuckt im Knast und so weiter. Damit disqualifiziert man sich. Und da wird einem auch die Strafe nicht durch erleichtert. So, und da darf man keine Schwäche zeigen. Und da stehe ich zu. Und ich habe nie öffentlich darüber geredet, das wisst ihr ganz genau. Das war eine Sache im geheimen Kreis. Und das war keine Sache, wo ich gesagt habe, was ist das für ein Lappen, lacht er da? Hö. Also es kann gar nicht die Rede von sein, auf die Leute draufgetreten haben, weil er hat es ja auch gar nicht mitbekommen von uns. Sondern ich habe das im engen Kreis kritisiert und habe das dem Anwalt gesagt, hätte nicht weinen, das hätte er nicht machen sollen. So, da kann man sagen, ja, okay, Tränen kommen, ja, stimmt. Aber man muss sich auch mental auf solche Sachen vorbereiten. Es ist ein Unterschied, ob meine Tränen kommen oder ob ich vor dem Richter bin und bin ihn weinend am Anflehen. Bitte, bitte, lassen Sie mich doch meine Kinder und man hat im Knast mit mir dieses und jenes gemacht. Das ist kein richtiges Verhalten. Sven Lau ein V-Mann? Sven Lau ist kein V-Mann. Nein. Aber er arbeitet offiziell, weil V-Leute sind Leute, die irgendwo eingeschmuggelt werden, um ihr Dings zu. Aber er arbeitet offiziell für. Was heißt, er arbeitet offiziell für? Er ist in dem Aussteigerprogramm, da hat er bestimmte Auflagen zu erfüllen.